Ort befinden, sondern vielleicht besser Qualifikation oder Prolog für das Endspiel oder für den Endspurt dann angesagt ist. Ich möchte das aufgreifen, was einleitend sozusagen zum Thema Zusammenhang IOC gesagt wurde, und darf das aus meiner mehrjährigen Mitarbeit in den Weltverbänden sowohl bei der Internationalen Biathlon Union als auch bei der FIS versuchen, vielleicht etwas zu reflektieren. Und nachdem jetzt in allen drei Disziplinen den wichtigen Alpin, Nordisch und Biathlon Weltmeisterschaften durchgeführt habe, meine ich mich auch in den Themen wie Regelwerke und Verträge einigermaßen auszukennen und darf das einfach mal versuchen, sehr allgemein zu beschreiben, ohne das jetzt juristisch oder fachlich zu weit auszuführen. Im Sport gilt für jede Sportart, egal welche, dass bevor der Wettkampf losgeht, ein klares Regelwerk erstellt wird und sozusagen jeder unter demselben Regelwerk antritt. Und es wäre ja fast schon Ironie auf die Spitze getrieben, wenn ausgerechnet bei Großsportveranstaltungen wie Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen oder Ähnlichem nicht auch ein klares Regelwerk von Beginn an für jeden, der überlegt, ins Rennen zu gehen oder der dann ins Rennen geht, nicht klar und deutlich aufzeigt, was erwarten wir von dir und was kannst du als Organisator von uns erwarten. Und insofern sage ich pauschal, nach zahlreichen Jahren, im Grunde ist jetzt ein Jahrzehnt der Arbeit in diesem Segment, Schnittstelle zwischen Organisationskomitees vor Ort und den Weltverbänden, und die Weltverbände sind im Grunde ja in der Summe dann wieder das IOC, all die vertraglichen Regelungen, die in solchen, sage einfach mal Großsportveranstaltungen zu treffen sind, sind von Beginn an transparent, sind beileibe so, dass an der einen oder anderen Stelle durchaus auch vernünftige Kompromisse immer wieder zu schließen sind. Und deshalb lassen wir das relativ einfach und klar formulieren. Ich habe es auch gestern in einem Interview an anderer Stelle so deutlich gemacht. Profis, wie in allen Bereichen des Lebens, kommen mit diesen Regelwerken klar. Profis werden die richtigen Antworten auf die darin gestellten Aufgaben oder Fragen finden. Diejenigen, die es nicht professionell angehen, aber das gilt für Athleten gleichermaßen, wenn sie sich einem Regelwerk des Wettkampfs unterordnen, werden eben nicht als Erster durchs Ziel gehen oder erfolgreich sein. Insofern bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es uns gelingt, im deutschen Sport die Strukturen und die Personen zu finden und zu definieren, die mit solchen Szenarien klarkommen. Wenn wir die vorgenannten Weltmeisterschaften noch mal ganz kurz rekapitulieren, dann können wir feststellen, dass Oberstdorf mit der berühmten schwarzen Null durchs Ziel ging und dass in Ruhpolding und in Garmisch-Partenkirchen mit den Veranstaltungen erfreuliche bis hocherfreuliche wirtschaftliche Ergebnisse erzielt wurden, die durchaus, sagen wir mal, berechtigen, auch den Anspruch zu erheben, dass es uns für Olympia gleichermaßen gelingen kann, gute Ergebnisse zu erreichen. Lassen Sie mich da abschließend mit einer Floskel aufräumen. Es wird ja von den Gegnern verständlicherweise im Moment aller Orten das Beispiel Sochi genannt, so nach dem Motto, die sind ja auch mal mit einem Budget von 13 oder 15 Milliarden angetreten und liegen jetzt beim 3- bis 4-fachen. Diese einfache Floskel kann, will und werde ich nicht akzeptieren und sage ganz einfach, es liegt an uns, die Dinge besser zu machen. Und ich sage auch deutlich, wie in den letzten Tagen in mehreren Interviews, daran lassen wir uns für die Zukunft messen. Ich denke, Deutschland hat da auch in der Transparenz und in der Frage der Kommunikation völlig andere Szenarien. Und da stehen wir gern gemeinsam alle in der Verantwortung und werden dann dafür sorgen, dass genau diese Kostenexplosionen oder Überschreitungen nicht stattfinden und dass ganz am Ende auch ein wirtschaftlich attraktives Ergebnis zu Buche schlägt. Zum Thema des Konzeptes, und ich denke, das ist ja schon eine vorbereitende Maßnahme, wenn ich schon mal antrete und sage, ich baue komplett neue Landschaften oder baue komplett neue Wintersport-Ressorts oder Szenarien, dann habe ich natürlich einen grundsätzlich anderen Ansatz, wie das in unserem Fall ist. Ich will auf die Frage von Natur jetzt an der Stelle nochmal eingehen. Das hat der Vorredner von der Sporthochschule viel professioneller dargestellt, wie ich es könnte. Ich denke, die 84% bestehende Anlagen, und zwar herausragende, wie vom Alexander Resch dargestellte Anlagen, die auf dem neuesten Stand sind, bieten eine faszinierende Perspektive.
Wir haben die Konstellation, dass wir damit mit relativ überschaubaren Baumaßnahmen ein sehr gut abschätzbares und kalkulierbares Budget angehen. Und aus dem Grund sehe ich in München 2022 ein ganz klassisches Gegenbeispiel zu dem, was jetzt mit Sochi und Pyeongchang in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Also wenn es eine Antwort auf nachhaltige Forderungen in Richtung Olympia gibt und so wie es die Verena Bentele so schön formuliert hat, Olympia 2022, meine Damen und Herren, wird stattfinden. Die Frage ist wo und die Frage ist mit wie viel Verbrauch von Landschaft und Ressourcen, und da denke ich, wird keiner der Wettbewerber ein besseres Konzept im Sinne der Nachhaltigkeit präsentieren können. Und als letzte Anmerkung, fast wie Steilvorlage für uns nochmal zur Sensibilisierung, die Tatsache, dass nun mit Oslo, Krakau und in den letzten Tagen auch China über das Thema 2022 nachdenken bzw. positiv Beschlüsse zur Bewerbung vorlegen, deutet, so denken wir, auch darauf hin, dass die Spielregeln, die das IOC vorgibt und die Markenrechte mit allen Konsequenzen für die betroffenen Regionen so positiv sind, dass eben die Anzahl der Bewerber, wie nicht vielfach dargestellt, kleiner wird, sondern es passiert genau das Gegenteil, nämlich mehr Regionen, mehr Länder und Kontinente erkennen den Wert dieser Spiele, und die Tatsache, dass mit China, das als letzte Anmerkung, nun eine Nation ins Rennen geht, die vor wenigen Jahren in Peking Sommerspiele veranstaltet hat und im Grunde alle Wechselwirkungen damit recht gut einschätzen kann, deutet, so denke ich, darauf hin, dass wir gut dran tun, die Chancen zu erkennen. Und abschließend klar und deutlich, da möchte ich ein chinesisches Sprichwort zitieren, passt vielleicht dann so schön dazu: Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Gerade weil es uns so gut geht, sollten wir daran arbeiten, dass das so bleibt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Olympische Spiele ein wichtiger und guter Beitrag dazu sein können. Herr Hörmann, vielen Dank. Ja, Sie haben die Winterspiele und Sie haben auch vor allem das fantastische Erlebnis, das wir erfahren konnten, als die Ski-Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen stattgefunden haben vor 2 Jahren. Christian, das war auch kein Selbstläufer. Ihr habt euch mehrfach bewerben müssen, auch international durchsetzen müssen. Du bist ein Repräsentant eines Familiennamens, der für Erfolg steht im Wintersport, wie auch ein anderer Name in Deutschland. Und weißt es, was es bedeutet, immer wieder in einen Wettbewerb einzugreifen und Risiken zu gehen, zu verlieren, wieder aufzustehen, weiterzufahren, weiterzukämpfen. Ihr habt in Garmisch ja eine wunderbare Vorlage geliefert. Ihr habt schon mal die Bürger befragt bei der Bewerbung 2018 mit einem positiven Votum. Liegt ja quasi eins vorne. Heute gilt es, dass nur 4 gewinnen. Und insofern freuen wir uns, von dir zu hören, was ist in Garmisch passiert und warum glaubst du, dass wir es diesmal packen? Wir sitzen in München. Es geht um alle. Es geht um Berchtesgaden, um den Chiemgau, um Garmisch-Partenkirchen und um München. Wir sind der Sportfamilie, so wie es sich gehört. Wir halten zusammen, kämpfen nach den Regeln, die wir gelernt haben. Fair Play, Toleranz, die Verena hat es gesagt. Wir akzeptieren andere Meinungen und wollen auch davon lernen. Und Alex, gerade habe ich heute bei uns in der Zeitung gelesen, unsere alte Olympia-Bobbahn, die wird gerade wieder hergerichtet von 36, auf der bist du glaube ich noch nicht gefahren, und die setzen wir bei dir auf den Schlitten drauf. Ist übrigens eine Naturrodelbahn, also auch für Naturschützer eigentlich ein Highlight. Und da sind wir bei einem Punkt, wir Garmischer, wir haben auch schon mal Olympische Spiele gehabt, aber die zählen für mich nicht. Die können wir glatt vergessen. Und insofern ist es höchste Zeit, dass sich Deutschland einmal für Winterspiele bewirbt. Das haben wir schon mal gemacht, aber dass wir sie auch bekommen. Denn eine internationale Wintersportnation mit derartig hohem Stellenwert hat noch keine Winterspiele austragen dürfen. Das kann nicht sein. Und das im Ursprungsland von Winterolympia, in den Alpen, dort wo Olympia geboren wurde. Und das mit der einmaligen Infrastruktur. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, der, glaube ich, das Wesentlichste ist. Wir haben es in München erlebt, 72. Wenn Sie heute junge Menschen hier oder ältere Menschen fragen, die damals dabei waren, die schwärmen alle von dabei gewesen zu sein. Olympia ist nicht nur Bedenken tragen, sondern Olympia ist Emotion.
Was ist das Wichtigste im Leben? Im Wichtigsten im Leben ist die Emotion. Wenn wir keine Emotionen mehr haben, dann haben wir ein flaches Leben. Und aus dem Grund brauchen wir für unsere Gesellschaft den Sport. Denkt zurück an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Was waren da auch für Bedenken im ganzen Land wegen den Investitionen in die Stadien und so weiter. Und dann haben wir eine WM gehabt, die noch nachwirkt. Wir haben als Deutsche Public Viewing erfunden. Wir haben uns in der Welt völlig neu dargestellt, so wie die Engländer auch letztes Jahr, wo vor London nur Bedenken waren und können das die Engländer. Und heute schauen wir ganz anders auf die, da drüben auf der Insel. Und ich habe Vancouver 2010 erlebt. Da haben die Volunteers ein Fest gezaubert. Da hat sich Kanada völlig neu präsentiert mit neuen Medaillen, mit Menschen, die sich identifiziert haben mit der olympischen Bewegung. Und Kanada steht heute ganz anders da mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein. Und das wollen wir auch hier erreichen. Und das schaffen wir nur über die Emotionen. Dass die Münchner dabei sein können, wir Garmisch-Partenkirchener, Teil von den Spielen. Als Teilnehmer sage ich mir, ist am schönsten, aber du kannst auch dabei sein als Volunteer, du kannst dabei sein am Rand des Geschehens, jubeln, die Sieger feiern, die Medaillengewinner, auch den anderen Nationen zujubeln. Das ist ein einzigartiges Gefühl, was man ein Leben lang nicht vergisst. Und ein besonderes Gefühl ist, wenn dann unsere Behinderten auftauchen. Und ich sage mal, keine andere Bewegung hat für den Behindertensport mehr getan als Olympia. Durch die Präsenz, heute Live-Übertragung, wie wir sie in London gesehen haben, wo einem einfach die Emotionen durchgehen, wenn man die Verena und die anderen kämpfen sieht, wie sie ihre Leistung abrufen, wie sie sich freuen im fairen Wettkampf. Ich glaube, dass es den Behinderten in Deutschland heute nicht so gut ging, obwohl noch viel nachzuholen ist, dass die Inklusion nicht so gut stattfinden könnte wie durch eine olympische Bewegung. Und aus dem Grund dürfen wir uns so etwas doch nicht verschließen. Denn was wünschen wir unseren Kindern mehr als Chancen? Wenn ein Kind keine Chance hat, ich glaube, das ist das Schlimmste für Eltern. Und wir haben mit Olympia 2022 eine Riesenchance, etwas zu bewegen für die Gesellschaft. Hineinzugehen, nicht nur jetzt hier in Bayern, sondern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, für den Sport etwas zu tun, hinunterzugehen in die Breite, in die Vereine rein. Wir haben dort so viele Ehrenamtliche, wir haben Eltern, die sich für die Kinder engagieren und denen einmal eine Belohnung wiederzugeben und die Kinder und Jugendlichen neu zu motivieren. Auch das hat ja London gezeigt vor 2 Jahren, dass man Sportkonzepte gemacht hat bis hinunter in die kleinsten Vereine, wo die Kinder angetrieben wurden, dass sie wieder Sport machen. Und das wünsche ich mir auch, dass das hier in Deutschland passiert.